Und willkommen zurück bei Diablo. Die Folge wird heute etwas länger hier. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. nein, wir sind jetzt hier im Schattenschloss der Hallen des Sturms. Und, ach nee, jetzt müssen wir öffnen, ne? Genau. Und, wir gucken mal. Wir versuchen natürlich jetzt dem Cool noch welche auf den Kopf zu kloppen. Wenn wir es schaffen. In der Folge natürlich. Würde mich sehr freuen. Wir gucken mal, wie wir vorankommen. Wir haben echt ein super Team hier. Was sie auch, wie ich finde, nicht sehr total überbalanced ist, also overpowered. Es ist wirklich sehr schön ausgewogen. Ja, macht das echt nochmal ein ganzes Stückchen mehr Spaß. Ja, nicht nur hinterherläuft, sondern aktiv, wie ihr seht, auch noch Schaden macht und auch gebraucht wird, ne? Also wir spielen jetzt Cellfound immer noch. Also gerade die Leute, herzlich willkommen, falls du gerade zu neue Zuschauer da draußen. Wir spielen jetzt Cellfound auf Hardcore. Das heißt, ich lasse mir nichts schenken und ich kaufe mir nichts im Auktionshaus. Es ist alles selbst gefunden, was ich trage oder selbst gecraftet beim Juwelier oder beim Schmied. Bin ich auch stolz drauf. Und wir sind jetzt mittlerweile 57. Das heißt, wir haben echt schon ein Eckchen geschafft hier. Und voller Stolz können wir uns hier auch, ja, brüsten sozusagen. Also, wo sind denn die alle? Ach, da, okay. Und unsere Skillung ist wirklich sehr, sehr HC geeignet. Also, ich habe schon zwei, drei Skills, die ich noch ändern werde. Aber dazu müssen wir dann 60 sein. Beziehungsweise, einen können wir sogar schon ändern. Aber mache ich dann im Offscreen. Weil ich mich da nochmal ganz genau mit beschäftigen will, was man nochmal vielleicht anders machen können, was man verbessern kann. Und, wie gesagt, das machen wir offscreen dann. Da will ich euch nicht mit nerven, so ein bisschen Theoriegelumpe. Das finde ich immer sehr, sehr langweilig. Es kotzt mich auch selber eigentlich immer so ein bisschen an, wenn ich da echt Skill für Skill durchgehe und welche Skills würden jetzt zueinander harmonieren, welche würden das und das Equip brauchen. Das finde ich halt wirklich sehr, ja, sehr stupide. Gehört zwar auch dazu, aber ich versuche das immer sehr, sehr gern dann offscreen zu machen. Und wenn das ganze Ding dann funktioniert, dann wird es natürlich auch ein bisschen auseinandergenommen und euch nochmal erklärt. Aber das muss ich natürlich erstmal testen im Let's Play, beziehungsweise mache ich da auch ein, zwei Ründchen dann offscreen, also ohne Aufnahme. Ist halt je nachdem, wie sicher ich bin. So, haben wir irgendwas anderes? Wir finden, also man muss echt sagen, wir haben gut gefunden bis jetzt, ne? So viel gelbe Sachen. Also wir haben schon wieder einiges weggeschmissen, beziehungsweise vercraftet, aber wir haben auch wieder viel, viel gefunden. Da finden wir echt schon wieder das nächste Teil hier. Komm, nehmen wir auch mit. Und es wird langsam, also langsam kommen wir an einen Punkt, wo es sich lohnt, das Zeug aufzuheben. Nein, und wenn es natürlich nur für die Materialgewinnung ist, weil 57 war das Level, was ich auch unbedingt haben wollte, weil es gibt wieder viele neue, lustige Sachen, die wir craften können und die habe ich mir auch vorgenommen. Und wir gucken mal, wenn wir noch Zeit haben sollten gleich, betretet das Reich der Schatten durch den Terminus, das machen wir gleich direkt. Und wie gesagt, wenn wir noch 5 Minuten Zeit haben, dann gucken wir mal, ob wir was Gescheites craften können. Weil beim Crafting ist mittlerweile echt der größte, oh, das ist ein Goblin, der größte, ja, Ausbau möglich. So, warten wir ganz kurz. So, okay, sehr schön. Oh, da ist ein Schulterstück. Ja, ja, schon wieder voll, ey, verdammte Axt, wir sind echt, ich muss schon wieder verkaufen. Tut mir leid, Leute, aber ich muss verkaufen. Die ist auch nicht schlecht, ne? Die ist echt für ein Bimsbums hier, für ein Intmann hier, ne? Ich komme nicht drauf. Für einen Zauberer, verdammt. Ein Intmann. Ich bin der Intmann und wer bist du? Ich bin der Stärkemann. Ich bin der, der Stärke kann. So, warte mal, das kann alles weg hier. Das ist alles Müll. Die kann man hier auch verkaufen. Also, die wird keiner. Die im Auktionshaus kaufen, die holen sich dann die mit Stufen. Anforderungen minus und dann sind die froh und haben da halt so eine 300 mittlerweile sogar 700 DPS Waffe, ne? Das ist ja dann, das sind ja Peanuts dann. So, warte mal, das können wir alles hier reinschmeißen, reinpfeffern. Die sind sehr gut, die können wir auf jeden Fall selber gebrauchen, wenn wir mal selbst farmen sollten, dann, ich heb die erstmal auf. Man weiß ja nie, wofür man es braucht, ne? So, was habt ihr hier Schönes? Ach, ihr lauft hier schon weiter, alles klar, sehr gut. Wir haben schon 2, 4, 6, 8, 10, 12 Sachen gefunden. Wobei wir schon wieder welche weggeschmissen haben, beziehungsweise vercraftet haben. Also muss ich sagen, in der Folge ist echt sehr, sehr gut. Also, es macht schon einiges her. Und ich hoffe, dass wir auch noch das ein oder andere Item finden, was uns vielleicht auch aktiv nochmal verbessert. Wir werden sehen, würde ich sagen. So, darauf ein Schluck von Rockstar Energy. So, Schleichwerbung getan hier. So. Na, mittlerweile ist es ja bekannt, dass ich lieben gern Energy Drink trinke. Und mir ist heute die Kinnlade runtergefallen, als ich unser Leergut, beziehungsweise als wir unser Leergut weggebracht haben. Ich glaube, so um die 30 Dosen Energy Drink.
Nicht sehr gesund, aber naja. Es hält wach. Für lange Sessions. Muss natürlich auch mal sein. Oh, fuck. Der ist schlecht. Nein, muss natürlich auch sein. Also, es ist natürlich mit Energy Drink wesentlich leichter. Man mag es kaum glauben, aber Energy Drink pusht einen wirklich extrem auf und beeinflusst wirklich die Let's Plays. Es ist wirklich so. Man mag es kaum glauben. Und man findet immer irgendwelche Themen, über die man plappern kann, wenn man Energy Drink zu sich nimmt. Und wenn ich jetzt hier nicht wirklich, wenn ich wirklich nichts trinke, also kein Energy Drink oder sonstiges, dann ist das wirklich teilweise immer etwas schleppend. Das ist natürlich auch eine Sache, war ich nun arbeiten oder hatte ich gerade eine 12-Stunden-Schicht hinter mir, dann hat man einfach keine Kraft mehr, noch großartig irgendwas zu erzählen. Ne? Du erzählst auf Arbeit immer noch halbe Romane für die Kundschaft und sowas. Und da ist man dann an sich eigentlich auch froh, wenn man mal ein bisschen Ruhe hat. Aber euch will ich natürlich auch weiterhin regelmäßig Videos präsentieren, zur Verfügung stellen und einfach für den abendlichen, für das abendliche, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, zum Abend hin, dass ihr euch die anschauen könnt, einfach, damit ihr einfach Zeug habt, was ihr euch anschauen könnt. Da unten war ein Golem, habe ich gesehen. Dementsprechend muss man dann auch teilweise etwas mit Energy Drink nachhelfen. Ist ja nicht verkehrt. Warum auch nicht, ne? Zack, ihr kriegt jetzt erstmal weg auf den Kopf hier. Oh, oh. Ich habe jetzt gedacht, die haben Eis. Ne, haben sie nicht. Stirb, Kartoffel! Sieht echt aus wie eine Kartoffel. So ein bisschen, ne? Zack. Sprung schön reingebammt hier. Oh, mein Bersi ist noch nicht bereit. Weil mein Bersi wollte ich gar nicht mehr anzünden jetzt. Ne? Und wie in jeder Folge vergesse, habe ich wieder vergessen, den Bersi zu ändern. Also auf eine andere Taste zu legen. Ich zünde immer aus Versehen immer, wenn ich auf 2 drücke. Weil mein Softcore-Barb, ich habe es in einer Folge schon mal erwähnt, mein Softcore-Barb hat da einen, ich weiß gar nicht, was hat der drinne? Ach genau, einen Buff hat der drin, den haue ich da mal rein, um Wut zu verbrauchen. Das ist natürlich Schwachsinn, weil wir keine Wut raushauen müssen. Und daher ist das noch so drinne. Muss ich, wie gesagt, irgendwann mal ändern. So, was haben wir? Oh, hier ist noch ein Grüppchen, sehr gut. Können wir unseren Bersi nutzen? So, zack. Bersi rein, dann ist Bersi-Time. So, komm mal rein hier. Wir haben gar keinen Hammer mehr, verdammte Scheiße. Wir können unseren Spruch derzeit nutzen. Hau den Hammer rein, denn es ist Hammer-Time. Aber wir finden noch eine Gelegenheit, wo wir den Hammer wieder rausholen können. Unseren Kraxel-Hammer. Ach, wow, 2-Hand. Ich wollte gerade sagen, 5,3% auf eine Einhand. Nein, das ist leider eine 2-Hand-Waffe. Sehr schade. Aber da ist ja nicht weiter schlimm. Sagen wir hier. Ach, schade. 4000 Leben minus, ey. Kack die Wand an, ey. Scheiße. Ach, hier, guck mal. Ist schon da. So. Der Frostwächter und hier haben wir den geschmolzenen Wächter. Oh, fuck, fuck, fuck. Entschuldigung. Wollte ich das böse F-Wort sagen. Verdammte Axt. Weiter geht's. Wir haben jetzt echt, wir sind jetzt Tatsache hier bei, cool. Ne, cool kriegt jetzt was auf dem Müll und dementsprechend haben wir dann vielleicht noch 5 Minuten Zeit, dass wir noch ein wenig craften können. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir noch ein bisschen was craften können. Gucken wir gleich mal. Erstmal sehen wir zu, dass wir hier ein bisschen Schaden machen. Okay, alle bereit, meine Lieben. Zeit für ein Duell. Okay, falsche Film hier. Wir sind nicht bei Yu-Gi-Oh! Aber ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich Yu-Gi-Oh! Ich bin durchs Fernsehen gesappt, beziehungsweise durch die Sender, und ich bin echt bei Yu-Gi-Oh! Hängen geblieben. Das Neue, also das Neue ist ja auch schon ein paar Jahre alt, ne? Aber diese Nachfolge von Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! FX oder wie das heißt, ich kann es nicht genau sagen. Aber ich bin echt hängen geblieben, hab mir das angeguckt eine halbe Stunde, ey. Scheiße, hab ich gedacht. Aber okay. Da entdeckt man doch ein wenig das Kind wieder in sich und warum auch nicht, ne? Ich würde mir auch immer noch in jeder Zeit Dragon Ball angucken, Dragon Ball Z und Dragon Ball GT. Also ich glaube, für so einen Scheiß wird man nie erwachsen. Ja, und damit aufwächst und es ist immer auch. Es ist ja wirklich teilweise auch für Erwachsene gemacht, muss man echt sagen. So, gib mir 2 verdammte Items. Nö, mach da nicht, er gibt mir nur 1. Du verdammter Vollhorst. Sehr schade. Oh, eine Armbrust. Oh, die können wir vielleicht gut verkaufen. Schauen wir mal. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir eventuell ein wenig was verkraften und uns vielleicht auch ein wenig aufrüsten. Das wäre, glaube ich, ganz praktisch. Schauen wir mal. Das war alles Milch, habe ich gesehen. So, wie sieht's hiermit aus? Das ist ein Kopf ohne Sockel, ist kein Kopf. Dann haben wir eine Armbrust, 2-Hand mit. Naja, okay, ich versuche die mal loszuwerden. Die können wir raushauen, die können wir raushauen. Der hat, wow, what the fuck. 96% kritischen Trefferschaden. Was zur Hölle? 164 Geschick. Das ist ein, der ist gut. Also ich würde sagen, der ist gut, Leute.
Der ist auch gut, den können wir auf jeden Fall, der Flightlich drauf, der hat EP, den können wir verkaufen. So, den können wir hier eigentlich einschmelzen, das schmelzen wir ein, das schmelzen wir ein, das schmelzen wir auf, so wie das hier aus. Ja gut, hier fehlt, wobei, warte mal, Stärke ist drauf, Stärke, Int. Ach, okay, ein Sockel fehlt, sehr schade, aber immerhin. Und den heben wir auf und das setzen wir als Options aus. Wie sieht es mit den Gürteln hier aus? Schauen wir mal. Der ist... Ja, können wir reinsetzen, klar. Der hat Vitalität und Geschick drauf. Also zwei gute Stats drauf für Monks und beziehungsweise Demon Hunter. Immer zwei potenzielle Kunden sozusagen. Okay, das kann weg. Wie sieht das mit dem aus? Der kann auch weg, okay. Und der deutscht natürlich auch. Mich deutscht, er kann weg. Ein Wortspiel, habt ihr gemerkt. Egal. So, warte mal, wir haben jetzt hier ein paar neue Sachen, die wir machen können. Nee, 54 wollte ich auch nicht. 51. Welche waren denn so super? War das eine Waffe, die ich machen wollte? Ach hier, nee, das brauchen wir natürlich nicht. 58, Faustwaffe brauchen wir auch nicht. Köcher brauchen wir als Baba auch nicht wirklich. Brauchst du einen Köcher? Nein, ich schmeiße mit Pfeilen. Ein Schwert wäre ganz super, aber 54, nee, das bringt uns auch nicht voran. Zauberstab, Zeromiemesser. 45, also okay, dann müssen wir hier nochmal gucken. Ein Kopf, genau, ein Kopf. Level 57, dann können wir uns ein paar Köpfe machen. Scheiße. Entschuldigung. Ein Level noch, dann sind wir 58, können wir zaubern. Hier, das könnte Potenzial haben, da machen wir mal drei Stück. Gucken wir mal, vielleicht haben wir hier Glück, weil unsere sind jetzt nicht so super. Und Tatsache, wir haben direkt beim ersten Mal Glück. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. So muss das laufen, Leute, so muss das laufen. Super. Okay, das hat geklappt. Was haben wir hier? Schuhe mit 59 brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann gehen wir nochmal ganz kurz von oben lang. 54er mit 5. Wir haben auch 5. Das heißt, der hat Stärke, Vitalität. Ach nee, komm, das können wir eigentlich sparen. 5. Die ist auch... Komm, wir machen mal 2 Stück. 3, Entschuldigung. Komm, wir machen 3. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Okay. Also 3 sind auch schon mal gut. Okay, jetzt müssen wir kurz gucken. Die hat minus 0,3. Ha, lass mich ganz kurz überlegen. Ich könnte hier Stärke reinhauen. Ja klar, können wir machen. Und dann verbessern wir uns sogar. Die können erstmal weg. Aktionshaus. Kann weg. Die packen wir. Nee. Und ohne Socke sind die, glaube ich, nichts wert. Ich glaube nicht. Okay, wir machen jetzt nochmal ganz fix. Kann ich den denn mittlerweile schon updaten? Ja, yeah, sehr geil. Können wir. Sehr gut, da können wir schon etwas höheren Steinchen machen. Ja, das ist super. Und ich hätte nämlich gerne die roten. Diese hier hätte ich. Machen wir mal 5, 3, 4, 5. Ja, genau. Und dann brauchen wir noch einen lilanen. Für den Kopf. Guck mal, vielleicht bringt es uns echt weiter. Ich hoffe es. So, warte mal. 1, 2. So, und jetzt ist die Frage, packen wir noch einen Lebensstein rein oder noch einen HP, noch einen Schadenstein? Ich würde sagen, wir machen noch einen Schadenstein rein. Ja, komm, ey, wir haben genug Leben. Okay, dann brauchen wir jetzt noch von dem Lilanen für den Kopf was. Hier, genau, hier brauchen wir einen. Boah, nee, können wir mehr machen hier. So, wartet mal. Die kann erstmal raus, die kann ersetzt werden. Dann können wir die nicht direkt die Steinchen verbraten dafür. Die hauen wir rein. Und den können wir direkt entwerten. Zack. Oh, wir gehen da gerade Elite. Egal, komm. Nee, wir machen uns fertig jetzt hier. Okay, das Schild können wir noch austauschen. Also zumindest hier. Dann haben wir... Boah, wir holen ihn wieder massig raus, Leute. Echt gut. So, die Hose. Nein, hier, das können wir noch austauschen. Dort kommt der rein. Und ich würde sagen, warte mal, wir haben jetzt 35.000 HP. Das ist ein super Wert, ne? Schaden 3.300, das heißt, okay. Ne, wir gehen trotzdem noch etwas auf Vitalität. Ich komme sofort, Leute. Bin sofort einsatzbereit. Keine Hektik. So. Und dafür hauen wir dann einmal den rein. So, okay. Ich bin fertig. Sehr gut, sehr gut. Also, wir kommen voran, muss man sagen, ne? Wir kommen echt voran. Gucken. Es wird wieder eine etwas längere Folge, wie ihr seht. Ach, das ist jetzt schon Bilial hier. Scheiße. Naja, egal. Bilial ist echt... Der ist sehr, sehr hart. Also mal gut, dass wir das jetzt durchgezogen haben hier. Dass wir uns echt...
die Zeit genommen haben beim Juwelier und nochmal ordentlich was rausgeholt haben, weil Belial ist ein Arschloch. Das kann man echt, das muss man so sagen. Es tut mir leid, Leute, liebe Kinder, wenn ihr gerade zuhört, sagt das keinem Menschen gegenüber, das ist ein böses Wort, aber Belial ist ein Arschloch, das muss man echt so sagen. Und ihr seht nachher auch warum. Also hier ist er natürlich noch sehr handsam, ich heb mein Berserk auch auf, aber der ist gleich echt die Plage schlechthin hier. Wobei, die machen gut Schaden, das könnte gut werden. Alter, die Klappe! Komm raus! Ach, des Herrschers. Lebst du, mein Freund? Wo lebst du? Da muss ich mir mal Nieren beibringen hier. Und jetzt kommt nämlich diese Scheiße, wo er uns echt hier den Abend versauen könnte. Deswegen hau ich meinen Bersi rein, ich hau alle Buffs rein und dann geht's los. So, komm. Klatsch, 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 klatsch. Wir müssen ja aufpassen, wenn er hier seine Meteorenkacke rausholt. Genau sowas hier. Weil das kann echt ganz böse enden. Aber wir haben guten Life-Leech. Das kann man echt sagen. Oh, komm. So, jetzt müssen wir aufpassen. Fuck. Ja. Scheiße. Okay, da müssen wir aufpassen. Wenn wir da reingeraten, das ist echt übel. Das tut nicht nur weh, das könnte auch jetzt einige Leben kosten. Und da hat es tatsächlich von Valve das Leben gekostet. Oh mein Gott, Valve, das... Och, Valve, scheiße, ey. Das tut mir so leid für dich. Scheiße. Oh, Valve ist tot. Scheiße. Och, Valve, komm. Oh, Valve, komm, dich... Du kriegst von mir Unterstützung. Oh, das tut mir ein bisschen leid. Oh, okay, das war jetzt unser erster Todeskandidat. Das tut mir wirklich ein bisschen leid. Also, das tut mir persönlich vor allem auch leid. Das finde ich sehr, sehr schade. Mir kommen ein wenig die Tränen, verdammt. Nein, das ist wirklich scheiße. Er war noch so jung. So hätte er es nicht enden müssen. Hier liegt so viel Loot rum. Ich will jetzt nicht vom Thema ablenken, aber... Das soll man ja nicht liegen lassen, ne? Oh, ein Schild! Fuck it! Scheiße, Entschuldigung. Mann! Ey, ein 55er-Schild, ne? 54er. 55er Gegenstandsstufe. Ah, fuck. Oh, das tut mir so leid. Was haben wir da noch? Hier noch ein bisschen Zeug. Ja. Das ist wirklich das... Oh, das bringt mein Herz zum Weinen. So, ich kümmere mich gleich um dir, Valve. Da kriegst du von mir Unterstützung. So, das heißt, es geht weiter in der nächsten Folge. Und liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben leider Valve, unser erstes Opfer, zu verkünden. Aber immerhin, es ist ein Let's Play. Du bist für eine gute Sache gestorben. Valve, wenn du das siehst, du bist bei uns im Herzen. Und somit verabschiede ich die Folge und wünsche euch einen angenehmen Abend. Ciao, Leute.